Leute, wir starten mit Madison. Es ist mein erster Run. Ich habe es noch nie gespielt. Ich bin kein Horror-Game-Fan. Ich habe richtig Schiss bei sowas. Ich bin sehr anfällig für Jumpscares und wenn ich nicht weiterkomme, ist jeder hier erlaubt zu helfen. Just saying, Chat. Ihr dürft hier gerne mit reinhelfen, wenn ich nicht weiterkomme. Wir starten rein. Ah ja, wir machen Geschichte. Und wir machen ein neues Spiel. Und wir spielen es auf normal. Wir nehmen den letzten Slot, weil ich gehört habe, man nimmt immer den letzten Slot. Von der Babs. Oh Gott, der Sound aus der Web. Ich muss mal gucken. Man muss auch schauen, welche lizenzfrei nutzbar sind. Wofür? Top. Das ist immer ein bisschen. Normal kann ja jeder. Wofür? Ich bin mit normal schon überfordert. Sag mir, wenn es zu leise, zu laut ist, ja? Steht jetzt der Mörder vor der Tür und ich mach auf. Ah, okay, ich kann schon spielen, okay. Just answer me that! Your own family. Your own blood. What the hell were you thinking? What in the hell crossed your mind? It's a trap, ich mach dem nicht auf. Der schreit mich an. Du hast unsere Familie ruiniert. Ich habe hier gar nichts gemacht. Ich bin hier eingesperrt in einem sehr gruseligen Zimmer. Dad? Was ist dein Dad? Dad, please. Please talk to me. I don't understand what's going on. Oh nein. Abgeschlossen. Okay, ich finde das gut, dass es... Oh Gott, es ist so dunkel. You're not making any sense. Okay. Luca. Bin ich Luca? Interagieren. Huch. Ist weg. Inventar. Untersuchen. Oh. Ja. Dem geht's gut. Ist das ein Bein? Und ein Arm. Okay, dem geht's gut. Ich sag einfach, dem geht's gut. Anfrage an den Kunden. Okay. Die wollen nur spielen. Ja, denen geht's super. Rotieren. Oh. Kann ich das jetzt aufmachen? Oh. Nee. Kann ich das aufmachen? Wie mache ich das auf? Geht wahrscheinlich nicht. Okay. Ich sage einfach, es geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auch nochmal so eine Klappe. Ich muss den Griff finden. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob es clever ist, den anzum... Ich glaube, ich leuchte wieder so in den Raum. Das ist mir sicherer. Das ist sicherer, wenn wir das hier ausleuchten, glaube ich. Du siehst crazy aus. Mache ich ja ein schönes Make-up und UK schiebt nur so, du siehst crazy aus. Glaubt er sammelt Gliedmaßen. Oh, ist der die dann auch? Wie mache ich auf? Wie mache ich Sachen auf? Es tut sich nichts. Ich versuche es aufzuziehen. Schieben, ziehen. Ja, aber womit? Mit dem Controller? Mit Controller? Es schiebt nicht. Es macht nichts. Also ich kann es grappen. Ah, oder mit Pfeiltasten? Danke, Springfield. Springfield, vielen lieben Dank für den Follow. Ich glaube, ich raff die Steuerung gerade nicht, wie ich das aufziehe oder schieb. Hä? Jetzt ging's. Oh, okay, jetzt ging's. Okay, wir gehen nochmal da hoch. Kann ich laufen? Rechten Stick nach hinten. Ich hab's versucht, wirklich. Ich hab's versucht. Ich weiß nicht, ob ich... Es ging nicht. Es ging wirklich nicht. Okay, ich bin schon ruhig. Das Spiel prankt mich. Es geht schon gut los. John Maxwell and Family. Okay. Lesen. Deinen Cousin, Romeo. Okay. Kann ich ihn öffnen? Ist das alles an Lesen? Das ist alles? Okay.
dann hat mir der anscheinend geschrieben. Und da ist nichts drin. Tja. Hallo Arthur, schönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Wir spielen heute Madison. Ich hasse Horror Games. R2. Gut, dann brauchen wir hier noch ein Item. Vielleicht muss ich hier irgendwas ausleuchten, damit ich das finde. Nicht, dass ich jetzt hier... Da ist noch was. Na? Kann ich mich ducken? Muss ich das so punktgenau hier treffen? Ah, okay. Oh, das ist ein Kneif. Das ist ein Knauf. Ein Greif. Ein Greifer. Wir haben einen Greifer gefunden. Geile Emote-Kombo. Oh Gott, die Emote-Kombo ist ja super. Ha. Oh, bin ich ein Genius. Okay, I did it. Train your aim, ja. Es scheitert schon am Aim, Leute. Es scheitert am Aim. Sag mal, wer ist das hinter dir? Die Majora's Mask ist schon super gruselig. Allein, dass da schon Augen sind und ich immer wieder auf meine Cam gucke. Gruselig. So. Patsch, patsch. So, das war's. Wir sind frei. You are not my son. You are not my son. Priest was right. Ich meine mal zu. What an idiot I was. Just in case. Okay, das war's. Spiel beendet. Leute, ihr habt's gesehen. Wir haben Madison gespielt, gestartet. Maybe I can get out through Grandpa's house. Okay, wir sind in Opas Haus. Was ist das für ein Haus? I gotta get out of here. Ich seh nix. Ich geh einfach, okay? Ich hab immer noch Probleme, das aufzudrücken. Hallo, Andi. Mach dein Zimmer dunkel. Keiner da. Es ist keiner da. Einfach das Zimmer so. Okay, Gang. Tür. Das sind so Oma-Sachen, finde ich. So Teller an der Wand, so Oma-mäßig. Okay, Oh, ich erschrecke mich jetzt dann bestimmt total. Hier sind Schlösser. Hallo, Alessio! Schön, dass du reinschaust. Wir spielen heute Madison, ein Horrorspiel. Wem es zu gruselig wird, Leute, macht das wie ich, wenn jemand Horrorstreams guckt. Ihr minimiert das Fenster einfach und hört nur zu. Ich lurke mal ein wenig. Schau gerade auf Box, eine sehr interessante Sendung. I need to find a way out. Was kommt auf Box? Before Dad notices, I'm Bilder? Ich weiß nicht, aber so alte Bilder haben immer irgendwas Gruseliges, finde ich. Es ist nicht gruselig jetzt. Gruselige Böden, da ist eine Tür. Auch abgeschlossen, okay. Ah! Hä? Oh Gott, will ich dahin? Ich muss dahin, oder? Zoe-Modus aktiviert, ja. Aber du siehst dann auch nicht die Schreckmomente, wenn ich... Oh Gott, was ist das? Okay, es ist eine Uhr. Oh Gott, Otto verabschiedet sich auch in den Lurk, alle so, ich tue mir das jetzt nicht an, aber Louis, viel Spaß, du schaffst das. Taste dich einfach Raum für Raum vor, wir sind direkt hinter dir. Okay, hier ist nix. Wasn't there a door here? Okay, da war mal eine Tür, sehr beruhigend, die ist jetzt weg. Es regnet. Oh, und Kuckucksuhren sind auch echt... In München gibt es so einen Laden, der verkauft Kuckucksuhren. Und ich frage mich echt, wer macht das? Können wir den kaputt hauen? Nee.
Sieht aus, als fehlen da irgendwie kleine Sachen. Und hier fehlt auch irgendwas. Okay. Ich glaube, ich habe eine sadistische Ader. Ich freue mich, wenn du zusammenzuckst. Und das wird wahrscheinlich häufiger passieren, als wir alle, als uns das alle lieb ist. War ich da schon drin? Die war doch vorher noch zu. Damit bist du nicht alleine. Alle freuen sich nur so. Jeder wartet auf die nächsten Schreckmomente. Zum Glück schaue ich nur zu. Aber ich erschrecke mich auch beim Zuschauen. Das ist so mein Problem. Okay, da hängt einfach dieselbe Frau immer und immer wieder. Oh, ich dachte gerade, da liegt einer. Oh, Gottes Willen. Louis vor, Louis vor. Noch ein Schreck? Ich weiß es nicht. Oh, ein Foto. Just like that. Mhm. Da steht Albert Maxwell 1968. Okay. Ich ignoriere jetzt einfach, wenn es hinter mir klappert und denke mir einfach, da passiert nichts. Okay. Gruselige Frau, die irgendwie keine Pupillen hat, gefühlt, und finster dreinschauender Mann. Mit Kamera. Ach, der sieht gruselig aus. Der sieht auch gruselig aus. Gut, das ist jetzt... Uah. Gut. Gut, da können wir jetzt reingucken. Der geht jetzt 100 pro an. Und ich erschrecke mich. Ich gehe da wieder... Ich gehe wieder raus. Oder er geht an, wenn ich weggehe. Er geht natürlich an, wenn ich weggehe. Okay. Ah, Kakala! Der Stuhl hat sich gedreht. Doch sowas nicht, wofür, dass sich der Stuhl gedreht hat. Oh Gott, mehrfach Mörder. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir brauchen eine Kamera. Es gibt eine Kamera. Gut, die war auch auf dem Bild. Boah. Siehst du die Person auf dem Bild? Hey, erschreck mich jetzt nicht. Oha, diese creepy Omi. Der Stuhl hat sich gedreht, hat er? Stand er vorher noch in die andere Richtung? Ich schaue mir erstmal die anderen Sachen hier an. Ich habe hier ein... Oh Gott, hat er sich jetzt... Der Stuhl dreht sich in meine Richtung. Ist das gruselig? Muss kaputt sein. Okay, bin ich froh. Ich bin froh. Wuffel, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, mir wäre es einfach nicht aufgefallen. Schlüssel wird eingepackt. Schlüssel sind wichtig und werden eingepackt. Alter. Der Stuhl verfolgt mich. Okay, Stuhl. Oh. Okay, Stuhl. Ich weiß nicht, ob ich dich schon begrüßt habe. Ich bin gerade einfach verwirrt. Und lost. Der Schatten sieht super gruselig aus. Total, von der Leuchte da oben. Okay, ich habe ihr ein sehr ranziges Geburtstagsgeschenk, das aussieht, als hätte es ein blinder T-Rex eingepackt. Mom, Dad, we love you. And... War das eine Tür, die gerade aufging? Ich weiß nicht, das Game heißt Madison Adrian. Das sollte auch in der Stream-Beschreibung stehen. Ich bin mir nicht sicher. Von Luca, okay. Luca bin ich, glaube ich. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob ich sterben kann in diesem Spiel. Ich kann nicht mehr. L2 halten um die Kamera. Ist die Tür jetzt auf? Nee. Dieser Stuhl. L2 halten, um die Kamera zu ziehen. Und dann R2. Oh Gott, oh Gott. What? Und jetzt muss ich schütteln. Schütteln! Shake, baby, shake, baby, shake, baby, shake. Ja. Fand ich jetzt... Außer, dass die Glühbirne jetzt weg ist. Jetzt ist da ein Strick. Ich
hab voll Angst. Die Tür ist wieder offen. Oh Gott, Leute, was spiele ich hier? Oh Gott, da habe ich Angst. Was ist hier? Abgeschlossen. Eine Zahlenkombination. Okay, alles klar. Wir brauchen eine Zahlenkombination. Das sieht aus wie Visage. Ich spiele solche Art Spiele nicht, Leute. Ich bin schlecht in dieser Art Spiele. Aber ich bin froh, dass ein paar das schon kennen und mir... Oh Gott, warum ist es da denn jetzt dunkel? Oh mein Gott, das... Mach ein Foto für Licht. Ah, da ist Licht. Oh, da ist hell. Wir gehen in die Richtung. Jetzt ist die Tür wieder zugegangen. Hör auf zu existieren. Sehe ich jetzt paranormale... Oh Gott, ich will das gar nicht angucken. Nö, das ist einfach nur eine Uhr. Spinn ist sich so verrückt zu machen, dass du nicht weißt, wo vorne und hinten ist. Und der Geist entweder von vorne oder von hinten kommt. Kann ich sterben? Wo ist die Uhr? Mach ich da jetzt noch mal ein Bild? Oh Gottes Willen. Das hilft mir alles gerade nicht wirklich weiter. Welche Uhr? Es ist einfach ein Gang. Okay, wir gehen diesen Gang. Ah ja, da ist die geschlossen. Oh, Gottes Willen. Ey, da wirst du ja paranoid. Da ist eine Tür. Ah, da sind wir rausgekommen. Gut. Ey, diese Geräusche sind echt Horror. Und mit dem Headset hast du es auch noch so surroundmäßig. Kommt die Kerzen am Boden her? Die waren doch schon, Pierre. Die waren da definitiv schon. 100 pro. Wir hängen hier mal. Sind dann... Ach so, sind meine Bilder jetzt hier drin? Ach so, nee, ich muss jetzt benutzen. I should find a nail or something to hang it with. Ein Nagel, okay. Diese Uhr. Oh. Aber da ist auch normales Licht, Pierre. Alles gut, alles gut. Headset auf, Licht aus, Spaß mit sehen. Nein, 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 nein. Ihr braucht ja hier schöne Beleuchtung. Ihr müsst mich ja sehen. Ich muss das Licht hier für euch anlassen in dem Raum. Ganz, ganz klar. Ganz, ganz klar. Diese Uhr. Hey, da ist ein Nagel. Na? Da? Oh, der Aim ist echt schwierig mit Controller. Ich glaube, das wäre mit PC durchaus einfacher. Wehe, das Licht geht jetzt wieder aus, während ich hier... I called it. Ich drehe mich nicht um. Auf keinen Fall drehe ich mich um. War das Bild vorher schon da? Da ist nichts. Erschreckt mich hier nicht. Erschreckt mich hier nicht. Ich kann heute nicht schlafen. Ich kann euch jetzt schon sagen... Wie schlimm das wird. Ich werde heute nicht einschlafen. Ich werde mit solchen Augen da sitzen, so. Ich werde mit Licht schlafen. Ich werde heute definitiv mit Licht schlafen. Okay, wir hängen das Bild jetzt dahin. Wie heißt das Spiel nochmal? Es heißt Madison, Flauschiger Teddy. Sollte auch in der Stream-Beschreibung stehen. Jahrelange Horror erfahren. Okay, soll ich ein Foto machen, weil hier so ein Foto hängt? Oh, ich will kein... Okay, Opa, wir machen ein Foto. Ich hätte das Glas jetzt nicht kaputt machen müssen. Ich schlafe im Sitzen fast ein und ich nur so... Ich sehe es gerade nicht. Der Rahmen ist... Das ist irgendwie zerbrochen. Und der deutet, das Bild sieht anders aus, oder? Er deutet, oder? Ich liebe schreckhafte Frauen, das ist nicht lustig. Das ist nichts, worüber man sich lustig macht.
Das Schlimme ist, oh Gott, da ist jetzt eine Tür. Man kann das nicht unterdrücken. Das passiert einfach. Aber wir haben einen Schlüssel. Passt der? Ja. Oh. Nicht, die wieder überfordert ist, wie sie die Tür aufmachen muss. Langsam, Leute, langsam. Louis hält wach und alle schlafen im Sitz ein. Genau so ist es nämlich. Genau so ist es. Ah, jetzt sind wir in dem Raum. Okay. What the hell has Dad been doing here? Wieso denn der Dad? Das ist doch vom Opa der Haus. Serial killer caught and murdered. Witchcraft or mental illness. Madison. Phew. Oh, she died. Madison Hale. Old serial killer. Okay. Ich dachte, es geht um... Okay, Madison ist die Frau. Ich dachte, das Haus heißt Madison. In Wirklichkeit wird sie beobachtet und geistert auf dem Stuhl und wartet auf... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag das nicht. Serial killer was fatally shot in his stomach. Pictures of... Ugh. Ach, das kann man anklicken? Dad said he was repairing Grandpa's house, but instead he's been investigating this woman. What is going on? Die body's inside a well in her basement. Iiii, in dem Brunnen. Jo. Oh Gott, ist mein. Mitgenommen. Mitgenommen. Ihr braucht definitiv ein Gaming Booster. Huch. Ah, ich habe ihn nur ausgemacht. Da ist noch so ein Brief, den man nicht so lesen kann. Alte Wedding-Bilder, okay. Ich weiß nicht, aber da sind jetzt wieder so Polaroids. Und bisher war das... Dass ich da ein Foto da machen muss, oder? Oh, das sind jetzt Zeichen in den Kreisen. Oh, okay. Wenn so ein Polaroid irgendwo hängt, muss ich ein Foto machen. Ich hab's verstanden. Da kann man auch mal was lesen. Oh, Polizeibeamter Russell bezeugt. Wie wir von der Polizeistelle informiert wurden, hat der Beamte, der das Leben von Madison beendet hat, ausgesagt, dass die Serienmörderin vor ihrem Tod um ihre Sofortbildkamera gebettelt hat. Es wird vermutet, dass die 43 Jahre alte Frau Fotos von ihren Opfern gemacht hat, nachdem sie diese verstümmelt hat. Die Kirche des Grauens. Nach einer langen Reihe von Vorfällen ist die Cathedral von St. Jupiter wieder in den Schlagzeilen, weil sie eine öffentliche Totenwache für die Seele der 43 Jahre alten Serienmörderin Madison Hale abhalten will. Diese hatte vergangenen Monat insgesamt 4 Leute ermordet. Die Wache ist öffentlich und der Eintritt ist frei. Laut den Worten des Priesters wollen sie versuchen, Madisons Seele mit göttlichem Licht zu erfüllen, damit sie ihre Tore in den Himmel erblicken mag. Marius auch total. Jeder ist K.O. heute. Was ist los? Ich bin hellwach. Also ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich bin hellwach und ich krieg schon wieder die Tür nicht auf. Ich habe Probleme mit Türen. Der habe ich es gezeigt, der Tür. Der habe ich es gezeigt. Hallo? Okay. Schnauf nicht so laut. Es ist für uns beide hier gerade nicht einfach. Main Character. Juck. Nichts. Juck. Bisher war immer in den untersten Schubladen was. Priest Thomas? Schon, ich hoffe, das wird dir nützlich sein. Sei bitte vorsichtig. Denke daran, worüber wir gesprochen haben. Ich melde mich wieder, so schnell ich kann. Priester Thomas. Ich weiß, dass Bandaufnahmen altmodisch sind, aber ich bin nicht so gut mit Computern. Ha. So ist er halt, unser Priester. Ne? Eine Band. Aber was halt für eine dreckige Bandaufnahme. Konnte die Nacht nicht schlafen, bloß die Zeitumstellung macht mich immer noch total irre. Oh nein. Oh, nimm dich das so mit, Mario, mit Zeitumstellung? Das ist natürlich schlecht. Oh, das tut mir leid. Ich bin auch hellwach, nicht allein. Okay. Der Geist erschreckt dich gleich. Ich glaube auch. Wir brauchen ein Mario-Emote. Ein Mario-Emote, okay. Ich dachte immer, Relaxo ist so Marios Emote, weil Mario so Relaxo-Fan ist. Aber wir können natürlich gerne irgendwie Mario-Emote mal machen. Du wirst die ganze Nacht wach bleiben? Ja, definitiv. Okay, und hier brauche ich eine Kombination oder so.
Ich muss was benutzen. Benutzen? Ich kann irgendwie nur die Bandaufnahme benutzen, aber ich habe doch Eier. Schlüssel. Nehmen. 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 Okay. Inventar war hier. Untersuchen. Okay. Oh Gott. I don't remember drawing any of these. Oh Gott, oh Gott. Am I going insane? Sister's leg. Mom's arm und Dad's head. Oh mein Gott. Will ich die Leute umbringen? Ist das der Arm? Wir haben doch Arm und Bein schon gefunden auf Fotos. Okay, wir gehen hier. Oh, erinnert an den Film Sinister. Habe ich auch nicht gesehen. Leute, ich bin kein... Ich wiederhole, ich bin kein Horror-Fan. Nicht im geringsten. Aber schön, dass ich Pierre zum Lachen bringe. Schön, dass wenigstens einer hier lachen kann. Ich habe mich voll erschrocken. Aber alles hier wahrscheinlich mehr, weil ich gemacht habe, als dass das irgendwie gruselig war. Es ist ja an sich immer nicht gruselig, es sind halt Jumpscares. Wo hat denn jetzt schon wieder eine Tür geknirscht? Oh, ihr Türen. Die Scharniere gehören alle geölt. Alle. Allesamt. Unfassbar. Oh. Kein Horrorfan und dann so ein Game, ja. Weil Halloween ist und ich an Halloween immer ein Horrorgame spiele. Amarok. Und nein, sowas werdet ihr auf meinem Kanal nicht so oft sehen. Also genießt es, dass ich mich hier erschrecke. Kein Signal. Natürlich. Dann kommt die zweite Horrorspielfolge. Nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Voll die eklige Küche. Und überall Viecher. Durch, warum ich Horrorsachen nicht mag. Ich mag Gruseln nicht. Es gibt Leute, die gruseln sich gern. Da war nichts drin im untersten Fach. Da auch nicht. Da sind Pillen. Ich mag Horrorgames nicht. Ich weiß, viele mögen das und erschrecken sich auch gern. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich bin der, der lieber in seiner Kuscheldecke liegt. Fuck. Spielst du das heute durch? Nein. Nein. Spielen vielleicht so bis maximal 12, hätte ich gesagt, aber oder wenn es mir zu gruselig wird, dann, oh Gott, warum leuchtet das rot? Oh! Ich habe gehört, zur Zeitumstellung morgen wieder Halloween. Ja, genau. Das Bild für das Familienalbum. Dankeschön, Mann der Dunkelheit, für das schöne Selfie. Also nur noch 30 Minuten, Louis? Hä, aber es ist doch erst 21.50 Uhr. Ach so, meinst du, nach 30 Minuten kann ich nicht mehr? Aber oh, das kann gut sein. Grandma und Grandpa's Room. Oh, das ist von denen der Raum. Oh Gott, die Ohren kommen aus den Augen. Super gruselig. Ich finde Horrorfilme meistens langweilig. Unbekannt, hallo. Ich glaube, ich habe dir doch gar nicht begrüßt. Da steht jemand. Um Gottes Willen, geh da weg. Am Ende ist es nur so eine Statue. Oder es tut mich jetzt jede Sekunde anchargen. Ich gehe. Ich gehe da runter. Oh nein, das ist ein Keller. Oh nein, Keller machen alles nicht besser. Keller machen Sachen einfach nicht besser. Ich finde auch den Keller bei meinen Eltern einfach... Oh Gott. Super gruselig. Du hast mich schon begrüßt. Okay, ich dachte, ich habe dich vergessen, unbekannt. Deshalb sag ich es nochmal. Das ist echt creepy. Ja, benutzen. Benutzen. Ah ja. Off. Off. Oh. Off. On. Off. Off.
off on off on off on. Oh! On off on on on. Ha! Gotcha. Hallo Baskerville! Okay, wir starten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir wieder. Das nächste Mal spielen wir wieder irgendwas mit Dinos. Das ist nicht mal ansatzweise so gruselig. Dunkle Ecke. Ecke. Da ist was. Oh ja. Oh, da ist so eine Münze. Da war doch ganz am Anfang so ein. Erstmal ein Foto. Erstmal ein Foto. Da ist nichts, okay. Oh, Aaron. Vielen lieben Dank für den Resub. Äußerst süß. Dankeschön. Warte, du kriegst natürlich einen Zettel. Du kriegst natürlich hier einen schönen Zettel von mir. Tada! Kommt der Name noch drauf. Dankeschön. Oh, Baskerville. So, wir machen hier kurz Aaron. Echt schon wieder 5 Monte rum. Monte rum. Hat er jetzt Monte gesagt? Ich hatte das Gefühl, er hat Monte gesagt. So. Tada! Natürlich auch für Baskerville. Also das nächste Mal müssen wir so einen Pulse-Tracker ranmachen. Das wäre noch irre spannend. Monte, Zott, Monte. Ja, da habe ich auch super gern gegessen. Ich habe mich vertippt. Monte war lecker, hast du gehört? Das sind alle Fan von. Wir gehen hier wieder raus. Ich glaube, da ist einfach nur Wand. Ja, Wand. Wand. Okay. Okay, das bewegt sich einfach so. Hey, hey, hey. Das nächste Mal gibt es so einen Pulse-Tracker. Das Ding sieht im Licht sogar noch gruseliger aus als vorhin im Dunkeln. Willst du dich in die Lücke rein? Man hätte da reingehen können. Oh, muss ich da rein? Will da nicht. Nein, ich will da nicht. Adrian, ich habe für mich entschieden. Oh Gott, UK-Sheep, das ist geil mit dem Emo. Ich will da nicht rein. Wir gehen jetzt erstmal davor. Und hören dieses Band ab. Das ist jetzt so mein nächster Schritt. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Ich finde verwirrend, dass sich die Gegenstände drehen die ganze Zeit. Ich glaube, das geht in dem Spiel nicht einmal als möglich. Okay, geh hin. Gut, ich habe jetzt den Sound noch kurz abgewartet. Wir hören das Band ab, Leute. Wir hören das Band ab. Moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, demons? It becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you want to break that link, oh God. Well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already. Okay, es geht um den Dämon. In the first stage, oh Gott, der redet ja ewig. The host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, so Dad thinks, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches.
the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates the host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. My advice, steer clear of the insects. Ein Bohrer, um die Insekt machen, das muss er mir nicht zweimal erklären. Das muss There's just no way. I can't be possessed. There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Ooh. Dad thinks it was me, but I God. My head. Warum habe ich blutige Hände? A door. A red door. What's happening to me? Is this what that man was talking about? It can't be happening to me. Uiuiuiui. Baskerville, in dem Spiel geht's quasi darum, wir sind in diesem Haus, wissen einfach selber nicht, was los ist und finden nur einfach gruselige Sachen. Anscheinend war in dem Haus quasi so ein Serienmörder oder eine Frau, die hat alle umgebracht und jetzt haben wir so eine Kamera, die so Geister sichtbar... Wo ist meine Kamera? Da. Die so Geister auch sichtbar machen kann. Ich bin mir selber... Ich glaube, wir wissen alle nicht so richtig, was los ist. Nicht mal der Hauptcharakter weiß, was hier passiert. Ist auf jeden Fall sehr gruselig, weil du... Huch. Okay, was machen wir mit dem Gang da vorne? Wir haben die Sachen noch nicht mal angeguckt. Uiuiuiui. Pikabu. Tom schreibt ja beim Tierheim, habe ich das richtig gelesen? Am Freitag im Tierheim. Den nächsten Termin mit einem Trainer. Wir legen uns einen Hund zu. Nach 8 Jahren wieder. Oh, wie süß. Was für ein Hund. Oh, seid ja super lieb, dass ihr da so einen Tierheimhund nimmt. Super. Gieß zu. Knatsch hier nicht, zur Tür. Du bist zu. Du kannst nicht knatschen. Badezimmer. Was ist mit dem Telefon und warum leuchtet es grün? Das Telefon hat no signal. Sagt bloß, jetzt hat Signal, aber das hatte no signal, Adrian. No signal. Das funktioniert nicht. Deshalb leuchtet es grün. Grün bedeutet ab sofort kein Signal. Das wisst ihr es. Ein Labra-Schäferhund misch. Oh, wie süß. Oh, Tom, das freut mich für dich. Oh. It smells awful. The pipes must be. Noch eine Tür? Okay. Und warum ist meine Tür schon wieder zu? Nee. Okay, die ist noch offen. Gut. Gerade noch gerettet, Tür. Gerade noch gerettet. Ich hätte jetzt echt Angst gehabt, wenn das, sieht aus, als hätte ich nichts an. Leute, sag doch was. Wartet, ich mach das hier mal fest. So. Da ist ein guter Punkt. Hä? Eigentlich war immer wenn so ein Polaroid irgendwo hängt, muss ich ein Foto machen. Ich habe einen Sammelgegenstand gefunden. Jetzt ist es einfach rot. Na klasse. Blue knees? Blue knees is real, okay. Und wir wollen das nicht mitnehmen? Ihhh. In welchem Haus sind wir denn hier? Und wer geht mit seinem Sohn denn in so ein Haus? Wer macht sowas? Warum? Don't? Chains? Ketten. Maybe I can break them with something. Kann die aufbrechen. Okay, man darf hier nicht aufs Klo gehen. Aus hygienischen Maßnahmen wurde das Klo hier geschlossen. Ah, jetzt sind wir in dem Flur, wo die Statue ist, oder? Okay. Gut.
Da geht jetzt bestimmt wieder das Licht aus und dann ist diese Statue weg oder sie steht direkt vor mir. Zu? Oh Gott, diese Statue. Und das war der andere Weg? Sehr cool. Ich weiß nicht, was da ist, aber es tickt. Das heißt, da ist noch irgendwo ein Raum dazwischen, in dem wir noch nicht waren. Gottes Willen. Es hat kein Klopapier und musste deshalb zumachen. Das kann auch sein. Hm. Ich könnte jetzt erwarten, ob was passiert. Nö. Oh, der Ventilator. Hey, guck mal, das sieht fast aus wie meine Maske. Es gibt noch keinen Haustier-Channel. Touché. Wir brauchen einen Haustier-Channel. Ich die random Sachen fotografiert in diesem Game. Okay, der geht's gut. Noch blutet der nichts aus den Augen oder sonst was. Auf das warte ich ja noch. Da liegt wieder was. Grandpa dedicated his whole life to clockmaking. Ach, der war Uhrenmacher. Und die wollen wir nicht. Warum wollen. Ach, Türen, hört auf zu knatschen. Das ist nicht okay. Oh, eine Mickey-Katze. Winkelkatzenbild. Moment. Winkelkatzenbild. Ein schönes Bild haben wir wenigstens. Ein schönes Bild. Wenn der Kater. Oh, da ist wieder. Das sind wieder Bilder. Wenn der Kater in die Ecke starrt und da ist nichts, das machen die aber immer. Ich weiß auch nicht, was sie da sehen. Meine Katzen machen das auch. Okay, da ist nichts gewesen. Ich mache trotzdem immer Bilder, wenn irgendwo Bilder hängen, okay? Nur das. I gotta find a way to open this door if I want to get out of this house. Hm. Brauchen wieder irgendwo einen Schlüssel. Oder das ist der Hauptschlüssel. Jetzt ist bestimmt wieder irgendwo eine Tür aufgegangen. Nö. Die kennen wir schon. Wenn ich irgendwo was übersehen habe, sagt es bitte. Katzen sehen Geister, ja. Oder irgendwelche anderen Wellen, die halt so durchs Leben düsen. Man hört sie immer knarzen, aber... Überall diese komischen Bilder. Ha. Das Sofa hatte was, das hatten wir schon angeguckt, da war eine Uhr. Da war eine Uhr. Ha. Wenn man schon alle Räume gesehen hat, dann ist es in Ordnung, finde ich. Dann ist es nicht so schlimm. Da war diese Bandaufnahme. Aber wir haben doch einen Schlüssel gefunden. So einen komischen. Oh, da ist noch was. Da ist noch was. Oh, der geht nicht. Schade. Geht auch nicht. Haben wir noch einen Schlüssel? Können Sie kaputt hauen? Okay, geht nicht. Geht nicht. Musst du die Uhr an der Tür anstellen? Noch eine Uhr. Wir gehen jetzt mal den Weg. Den sind wir noch nicht gegangen, glaube ich. Warum ist es schon so spät? Oh nein, ich muss echt in den Keller, Pierre. Ich muss echt in diesen Keller. Oh nein, ich will nicht in den Keller. Okay, wir gehen in den Keller. Sprinten wäre noch cool. Ah, ich kann sprinten. Oh Gott. Bei dem Filter leuchten die Augen so creepy. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Echt, ich muss da durch? Da geht's durch. Wie gruselig ist das denn? Geh mal in den Keller, die Mods besuchen, genau. Mario? Mario, bist du hier irgendwo? Hallo, Mario? Wer macht so eine Kellerkonstruktion?
Gottes Willen. Huch. Oh Gott, da geht's weiter. Da ist eine rote Tür. Mit Kakerlaken. Abgeschlossen. Wow. Abgeschlossen. Na klasse. Aber das sind wieder Fotos. Donut, oh Gott, Donut Enter. Okay, krass. Ah, und jetzt geht sie auf? Immer wo Fotos sind, Fotos machen. Ganz wichtig. Oh, um Gottes Willen. What? What is this place? This is impossible. What's wrong with me? Ein Brunnen. Oh nein, das war doch in der Nachricht, dass die Victims im Brunnen. Da sind wieder. Da sind wieder Bilder am Boden gewesen. Das habe ich im Foto gemacht. Ah, okay. Da ist dieser. Da ist wieder so ein Pentagramm. Those symbols. I've seen them before. Wir haben die schon mal gesehen. Okay. Moment, wir haben hier ganz viele. Da ruft das Galileo Mystery Team zu. Definitiv, definitiv. Wie kann ich die denn? Ah ja. Nein, nicht. Oh, jetzt habe ich es weggeworfen. Das kann ich wegwerfen. Da war auch nichts. Die Winkelkatze behalten wir. Ah! Nee, doch. Okay, wartet, 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 wartet. Sorry. Moment, ich notiere mir das. Ich bin nicht gut in sowas merken. Deshalb male ich das immer gern schnell auf. So, das ist so ein C mit so einem Pfeil, eine 2 und so ein Filter-Icon. Okay. Das ist jetzt das Filter-Icon. Das hier. Gottes Willen, was passiert dann? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe echt Schiss, was jetzt passiert. Müssen wir das dann aufmachen? Da hinten müsste doch noch eins sein. Ja. Okay. Und eine 2. Oh Gott. Also es war auf jeden Fall richtig, sonst hätte es jetzt nicht aufgehört. Bald hier schon wieder alles auseinander. Ich habe hier ein Oberteil noch drunter, wundert euch. Also nicht, dass hier falsche Hoffnungen entstehen an alle, die hier mit drin sind. Oh Gott, ich glaube, ich muss hier noch mal ein Foto machen. Mein Headset hier mal wieder ein bisschen nach hinten. Okay. Ja, das hat sich wohl jetzt. Das ist jetzt explodiert. Von Horror zu OnlyFans. Oh Gott. Und das wird ja auch noch funktionieren, Ghost Machine. Das ist das Schlimme. Ich will gar nicht wissen, wie viele Streams da heute gibt bei OnlyFans. Und jetzt einer so, hol mein Bier. Oh Gott, wieso ist das? Ich würde ja im Leben nicht runtergehen. Ich würde da im Leben nicht runtergehen, wenn ich da. Uah. Komm her! Vielen lieben Dank für den Resub. Ja, und no. Baby Louis Tattoo Bongo Gruppe. Dankeschön. Warte, 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 warte. Oh. Also mit der Maske überlege ich mir nächstes Jahr. Warte, ich schreibe den Namen noch drauf. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, man kann sich lesen. Aber es ist was drauf geschrieben. Just believe me. Believe in me, dass da was drauf steht. Puh, schön, dass du reinschaust.
Jetzt kommt dann Samara aus dem Brunnen. Oh nein, wie aus The Ring, oder? Aus The Ring kam die raus. God. Oh, the smell. Bin ich ein... The water is disgusting. Ist es so Kanalisationswasser oder ist es so das Wasser, was quasi von der Toilette hier reinkommt? Und ich bin hier so in... Oh, ist das eklig? Warum? Oh Gott, wehe, da kommen jetzt so Leichenteile hoch in diesem Wasser. Oh, ich würde im Leben nicht runtergehen. Wer geht denn da freiwillig runter? Oh! Sorry, mein Dino ist noch hochschwanger. Oh Gott. Oh Gott, wehe, da ist jetzt so ein Leichenteil. Oh. Ich werde dich nicht so einfach aufkriegen. Okay. Oh, ich traue mich hier gar nicht weitergehen. Okay. Bin ich da nicht hergekommen? Und warum leuchtet es rot? Oh, um Gottes Willen. Oh. Um Gottes Willen. Nein, das war gerade noch nicht da. Da bin ich, da kann ich dir zustimmen. Okay, wir haben ein Telefon. Hilft uns das? Ausrüsten. Hallo? Hallo? Gottes Willen. Gottes Willen. Was lag da? Box beendet. Jetzt kannst, okay, Shibi, jetzt kannst du den Horror genießen. Oder auch nicht genießen. Ich bin mir noch nicht sicher. Es ist einfach dunkel. Oh, es zeigt nichts an. Aber da lag was. Aber was mache ich denn mit dem Ding in der Hand? Was mache ich denn jetzt? Das ist ekelhaft. Ich gehe jetzt wieder raus. Ich geh. Ich wollte gerade gehen. Das Spiel hat das genau gehört. Ich wollte gerade gehen. Komme ich jetzt nicht mehr raus? Weil ich jetzt in so einem Absperrband bin? Einfach die 911 anrufen. Ja, wirklich. Ich bin in einem Horrorspiel gefangen. Ich muss, glaube ich, wirklich das Signal suchen. Kann das sein? Das Bling. Hey, listen. Ich bin ganz schlecht in sowas. Ich mag sowas gar nicht. Ich bin da ganz, ganz schlecht drin, in so Signale finden. Das tut mir jetzt echt leid, Leute. Da bin ich wirklich nicht gut drin. Das habe ich schon immer gehasst. Also hier war es blinkiger. Dem Boden ist eine Kiste irgendwo. Nö. Oh
Gottes Willen. Das war zu viel gerade, es tut mir leid. Man sieht nichts. Ist jetzt das Absperrband weg, ja? Nee, okay, ich habe immer noch dieses Rätsel. Leute, ich scheitere immer noch an dieser Stimme. Es ist aufgehört. Hä? Oh, ich traue mich jetzt gar nicht nochmal ein Foto machen. Oh, Gottes Willen. Alter. Es dreht sich jetzt irgendwie, oder? Das Signal. Es tut mir echt leid. Ich habe es immer noch nicht gerafft, wo ich hin muss mit meinem Signal. Habt ihr das jetzt geklickt? Ich hoffe nicht. Ah, dieses Ding nervt mich. Je schneller es blinkt mit dem Gerät, machst du mal ein Foto. Ja, das habe ich schon gemacht. It got me again. Um Gottes Willen, jetzt habe ich nicht gewedelt. Will nicht. Ich trau mich nicht. Officer Russell hier. June 17th, 1987, 5:27 a.m. I am now entering Madison Hill's basement. Oh Gottes Willen. I can see this sort of well in the center of the room. Looks like it's open. I'm gonna investigate further, see what's on the other side of this. Oh, God, it's fine. God, there's a horrendous smell coming from that. Bin durch, bin durch. Ich trinke schnell einen Schluck, okay? I almost can't take it. Time to make things worse, I can't see a goddamn thing down here. It's a trap! Shit. I think I found the missing individuals. They're all mutilated. Legs, arms, they're just everywhere. I can't see Madison. Okay. Oh, können wir wieder in das Haus? Das war irgendwie okay. Ich habe überall Schminke schon an meinen Händen, weil ich mir schon so ins Gesicht gefasst habe. Ich will mich hier gar nicht umdrehen, das ist super gruselig. Oh, da liegen die toten Körper. Ist das eklig. Oh, Hoshi! Hallo! Schön, dass du reinschaust. Wir spielen heute Madison, ein Horrorspiel, und ich bin gerade so erschrocken, dass ich halb von meinem Stuhl gefallen bin. Is that you? Take a picture again. Oh nein! Oh, but first let me take a selfie. Please. Oh, show God. Yourself. Oh, God. Oh, God. Oh, oh God, Sven. Stand back. Put your hands up where I can see them. Wie kann das Spiel ab 16 sein? Mir geht das nicht in den Kopf. Ich war schon so irritiert, dass es nicht ab 18 ist. Und jetzt spiele ich es und ich bin einfach noch mehr irritiert. Oh, zum Glück gibt es noch keinen Geruch in den Games. Hey, ich warte, bis das kommt. Das wird furchtbar. Oh Gott, ich will hier gar nicht hingucken. Oh Gott, oh Gott.
Hola, Etoshi, Kavat Jet ab. Danke, Hoshi. Oh nein, muss ich jetzt wieder ein Foto machen? Oh, ich will kein Foto mehr machen. Ich will hier raus. Wieso bin ich immer noch in diesem verfickten Keller? Das ist... Oh. Kann ich jetzt gehen? Kann ich gehen? Ich kann immer noch nicht hier raus. Oh Gott. Oh. Alter! So this fucking camera belonged to that woman. Why is this happening? Oh. I gotta get the hell. Oh Gott sei Dank ist wieder das Licht an. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh. Oh, Magic Cat, vielen lieben Dank für den Raid. Super süß. Dankeschön. Lieb, dass du reinschaust. Was hast du Schönes gespielt? Was gab's bei dir? Little Nightmares. Ich glaube, ich hätte auch Little Nightmares spielen sollen. Und hier unten sehen wir sogar Splatoon. Ach, da drüben. Da drüben sehen wir sogar Splatoon. Oh. Herzlich willkommen bei mir. Ich bin die Louie. Wir spielen heute Madison. Ich bin kein Horror-Fan. Ich grusel mich hier gerade zu Tode. Ich bin gerade vorhin halb vom Stuhl gefallen, weil so ein Schockmoment kam. Vielen lieben Dank für den Raid, super süß, dankeschön und danke Mario für den Shoutout. Normal gibt es bei mir auch eher Nintendo-Spiele und ich bereue es keine Sekunde, dass es bei mir Nintendo-Spiele gibt. Oh. Noch ein Foto, habe ich Foto gehört? Müssen wir wieder Fotos machen? Wenn es Fragen zum Spiel gibt, sagt es mir gerne, ja? Aber ich kann euch jetzt schon, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, da ist die Tür. Das Licht ist zumindest wieder angegangen, aber ich bin hier immer noch. Um Gottes Willen. Ich trau mich nicht, das ist die letzte Seite. Oh. Und hallo Draco! Okay, okay, wir haben alle Seiten durch. Kann ich jetzt dieses Absperrband hier überbrücken? Ist gerade auf den Tisch geflogen. Oh, ich habe so Pipi in den Augen. Hey, das ist echt hart. Oh. Oh. Wir können einmal probieren. Gut, oh, ich glaube, ich weiß gar nicht. Will ich da. Gehen die alle auf? Oh. Ist eine besonders? Ist eine anders? Halleluja. Das war too much. Das war too much. Ich hab Pipi in den Augen, ja. Ich brauch eine Cam mit. Ich glaube, das sind die schlimmsten Clips ever geworden. Du musst sie öffnen. Nein. Aber einfach durch eine durchgehen. Oh, Gottes Willen. Ich will nicht. Ich will einfach nicht mehr. Oh, Gottes Willen. Ich will einfach nicht mehr. Oh Gott, da hüpft mir jetzt bestimmt bei der letzten Tür irgendwas. Um Gottes Willen. Ich habe jetzt schon so Angst. Alter, ich kann hier gar nicht hingucken. Ich will da nicht rein. Ich will weder da rein, noch will ich die aufmachen. Es passiert eh nur mehr. Wie ist es? Warum spielen wir sowas? Wieso? Ich weiß noch, wer es vorgeschlagen hat. Das war Spike. Spike hat dieses Game irgendwann mal vorgeschlagen und ich habe es mir natürlich notiert, weil ich natürlich sehr aufmerksam bin, wenn man... Ja, Spike. Oh. Ich kippe einfach die ganze Session. Ich glaube auch. Ich glaube auch, weil da sind so Dinger am Boden. Guck, deshalb. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh.
Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Die sind jetzt alle zu. Oh Gott, ich muss jetzt bestimmt durchklicken. Sind alle abgeschlossen, okay. Kurze Verschnaufspause. It's a trap, ja. Das ist Super Akte X, oder? Ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube, ich muss sie. Ich weiß nicht. Muss ich sie abfotografieren? Kann eine Tür was anderes? Die ist sauber. Die Tür ist sauber. Hoshi, das war knapp. Ich habe mich echt gerade erschreckt. Eine Tür ist anders. Das war mir jetzt fast klar. Oh, bei Louis Factor das Unfassbare. Oh ja, Leute, es... Oh Gottes Willen. Wir kommen zurück. Jetzt wird schlimm. Wie jetzt wird schlimm? Es war davor schon schlimm. Oh. Oh Gottes Willen. Ey, ich bin mir gerade nicht sicher, was ich mir hier antue. Dark Deception hätte er ein Horrorspiel vermögen. Oh Gott, ist... oh Gott, ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir sind wieder in diesem ekligen Keller. Ah, wir sind jetzt aus dieser Tür gekommen. Oh, ich kann gar nicht hingucken. Ich kann hier gar nicht hingucken. Kann ich die Wand einfach angucken? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, Erika. Was? Du bist nicht allein, ist halb so wild. Leute, ich muss das hier drücken. Dieses Zuschauen, das finde ich halb so schlimm. Dieses, dass man diese Figur steuert und... Oh. Oh, bitte beiß dich aus Versehen deine Hand weg. Nein, ich mach mir ein anderes so. Oh, Gottes Willen. Öffne das Notizbuch. Wo kommt das her? Wieso ist da eine Treppe und eine Luke? Okay. Muss ich das verstehen? Kann ich da wieder hochgehen? Daher frage ich am Anfang wegen der Windel. Leute, ey, wenn es zu schlimm wird, müssen wir abbrechen. Weil dann schaffe ich das nicht mehr. Ich kann heute nicht schlafen. Ich kann heute nicht schlafen. Oh. Das ist immer noch zu, okay. Oh, ich muss bestimmt wieder runter, oder? Ich trau mich hier gar nicht lang. Wir haben hier nochmal. Haben wir jetzt was? Wir haben eine Mondkiste und einen Hammer. Kamera, Bilder, Buch. So ein Coin. Wir spielen ab November nur noch Pokémon, dass es klar ist. Nur noch die schönen Sachen. Ich bin weg, bevor ich mir in die Hose mache. Magical, ich glaube, ich habe dich gar nicht begrüßt. Hallo auf jeden Fall und vielen lieben Dank, dass du reingeschaut hast. Keine Sorge, wir machen uns hier zusammen in die Hose. Das ist, ich meine... Ja. Reservewindel liegt schon parat. Was spielst du zu Weihnachten? Weihnachten kann ich leider nichts spielen. Weil ich bei meinen Eltern bin. Und da kann ich das nicht spielen. Kann ich das dazu machen? Da ist ein Punkt, aber ich kann das irgendwie nicht drücken. Ich kann das nicht. Ich gehe auf die andere Seite, okay. Ich gehe von der anderen Seite, weil ich das gerade irgendwie nicht drücken kann. Ich glaube auch, weil meine Hand viel zu unruhig ist, als dass ich das irgendwie drücken könnte. Oh, um Gottes Willen. Mit deinen Eltern ein Game spielen? Nee.
Das wird einfach Weihnachten mit der Familie ganz ruhig und chillig. Überhaupt nicht gruselig, nicht mehr ansatzweise. Wobei es bei meinen Eltern, finde ich, auch manchmal gruselig ist. Wenn ich früher allein daheim war, kennt ihr das, wenn man früher als Kind allein zu Hause war und dann knarzt irgendwas? Hey, da ist die Treppe. Das fand ich immer ultra gruselig. Die große Dino-Herde beschützt dich. Um Gottes Willen, jetzt gehen wir auf den Dachboden. Finde ich das gut, dass wir auf den Dachboden gehen? Nein. Erwartet uns irgendwas Gruseliges auf dem Dachboden? Natürlich! Wieso denn auch nicht? Die Tür schließt sich hundertprozentig. Und dann stecke ich hier oben fest. Oh. Oder du läufst durch den dunklen Wald und die Bäume knarzen so schön vor sich hin. Nein, das ist super gruselig, Pierre. Super gruselig. Oh. Meine Nase läuft schon vor Schreck. Das muss man erstmal hinkriegen. Bei den Eltern ist es immer gruselig. Ich frage mich, wieso. Ich fand es auch bei meiner Oma super gruselig in dem Haus. This is huge. I've never been here before. Okay, schön. Wenn wir hier noch nie waren, dann kennen wir uns ja aus. Oh nein, da liegen schon wieder Bilder. Oh, um Gottes Willen, ich mache da jetzt bestimmt ein Foto und dann liegen da... ich kann die Sachen nicht mal anklicken. Okay, eine romantische Schiffsfahrt. Und hinten steht... oh, um Gottes Willen, ich kann schon gar nicht mehr... oh. Alter ist nur eine Zahl. Du kannst addieren oder subtrahieren. Doch am Ende aller Tage, wenn die Zeit kommt, stirbst du so oder so. Das nenne ich meine schöne Postkarte, oder? Sowas schickt man doch gerne seinen Freunden. Und seiner Familie. Kryptische Zahlen an der Wand. 38 plus 13 ist 51. Oh Gott, das meine Tante hatte früher die ganze Wand voller venezianischer Masken. Uiuiui, das war creepy. Vor allem in der Nacht stelle ich mir das super creepy vor. Die Schweine haben Kenny getötet. Und nicht schon wieder ein Bild. Wir haben kein Bild mehr, oder? Wir hatten doch dieses Bild von... unten von dem Spiegel. Aber wir brauchen hier wieder ein Bild und dann müssen wir ein Bild von dem Bild machen. Wie es an der Wand hängt. Genau. Puppensammlungen, ganz schlimm. Oh ja. Oh ja. Gibt's doch in irgendeinem Museum gibt's so eine Geisterpuppe, die bewegt sich immer. Das ist super creepy. Kennt ihr die? Ist in irgendeinem Museum und diese Puppe, die bewegt sich von alleine. Das ist super gruselig. So, wir haben hier wieder so eine Uhr, die wir wieder nicht kaputt hauen können. Warum wir die... ich würde alles mit dem Hammer kurz und klein schlagen. Ich würde einfach draufhauen. Wir haben hier ein super creepy Bett. Da könnte man aber den Hammer jetzt drauf benutzen. Nee, okay. Dann weiß ich es nicht. Da ist noch mehr Zahlen und gruselige Sachen. Chucky, die Mörderpuppe. nee, ist so eine... oh Gott, ist wenn da kommt auch nochmal ein Bild hin. Und da ist ein Bild. Da ist ein Bild. This portrait is quite strange. Giovanna Maxwell. Aber ich kann das nicht mitnehmen. I'm carrying too much already. Was? Ich trage bereits zu viel. I'm carrying too much already. So ein Unfug. Jetzt laber hier keinen Scheiß. Du hast... Dude. Das nimmt ja wohl kaum Platz im Inventar, Mac. Wir tun hier mal ein paar Fotos aussortieren. Gott, Sven, war das gruselig. Das war der größte Schockmoment meines Lebens, ich sag's euch. Okay. Trotzdem können wir nichts mitnehmen. Tja, dann müssen wir wohl an der Stelle aufhören, weil unser Charakter sich denkt, man kann hier nichts mehr mitnehmen. Alles kurz und klein hauen. Aber da hängt schon ein Bild. Der Rage Mode. Da war jetzt die Silhouette von einem anderen Bild. Wie beim Pokémon-Trainer. Einfach die Tasche voll.
Oh, da ist noch ein Schlüssel. Kann ich den auch nicht mitnehmen, ja? Du willst mich doch rollen. Ich meine, dass ich hier nicht 5 Bilder mitschlepp. Sehe ich einen. Kann ich irgendwo noch nachvollziehen. Aber du kannst doch nicht einfach sagen... Ja, nee, ich habe hier 3 kleine Schlüsselchen und jetzt ist mein Inventar voll. Ich weiß nicht mal, wie ich mein Inventar löse. Ich muss erst weiterkommen wahrscheinlich. Bevor ich... Ich kann nichts ablegen, oder? Es ist ein schwerer Schlüssel. Nicht lösen, einsetzen. Gibt es einen Tresor, wo du sagen, einlagern kannst? Oh. Ja, den gab's tatsächlich. Wo war denn der? Du kannst nur 8 Gegenstände mitnehmen. Was? Oh. Ich hasse begrenztes Inventar. Geht gar nicht. Unfug. Schmutz. Schmutz. Okay, wir können laufen. Inventar, okay. Wo war denn das? Das war doch weiter hier drüben, oder? Ja, genau, in dem Raum. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Oh, Halleluja. Ablegen. Fotos muss ich mitnehmen. Ich lege das Buch ab. Okay, das kann ich nicht ablegen. Ich lege die Münze ab. Extra Taschen. Okay, ich lege das Ding ab. Das weiß ich ja, was da drin ist. Boah, ist das schwer. So ein Hammer finde ich halt praktisch, aber ich kann den ein bisschen nirgendwo einsetzen. Ich glaube halt, der Hammer hat ausgehammert. Er kommt bestimmt später irgendwie einmal noch und das war's dann. Ich würde also Key-Sachen gern mitnehmen. Wie das da. Die kann ich auch nicht aufmachen aktuell. Okay, ich lasse das. Ich probiere das jetzt so. Und wahrscheinlich denkt ihr euch gerade so, jetzt hat sie tatsächlich diesen einen Schlüsselgegenstand einfach da reingelegt, den sie eigentlich in der nächsten Szene schon wieder braucht. Der Charakter ist offensichtlich nicht trainiert. Der hat keine Handtasche dabei, wisst ihr? Das ist das Problem. Ist es ein Mann, der hat keine Handtasche? Ne, Frau, wenn das jetzt wäre. Die hätte eine riesige Handtasche dabei. Da wäre alles drin. Und noch 5 Bilder würde die da reinpacken und hätte immer noch Platz. Sie würde nichts wiederfinden, aber die wären da drin und sie hätte Platz. Definitiv. So. Wir nehmen diesen Schlüssel jetzt mit. Weil das sieht wichtig aus. Schlüssel ist immer wichtig. Vor allem mit so einem Herzi dran. Das ist 100% der Schlafzimmerschlüssel. So, hier haben wir so ein wunderschönes Bild. Das wir jetzt einfach mal hier hinhängen. Was wahrscheinlich super falsch ist. Hermines Handtasche, genau, sowas ist es. Ja, das hängt da schön. Das ist nämlich auch, so dreieckig. Dann können wir das hier mitnehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kam jetzt kein, da haben sie den Soundeffekt vergessen. Das war nur halb so schlimm. 25, okay. Aber das ist so viereckig, deshalb kommt der dahin. Bitte, erschreck mich doch nicht so. Oh, da war eine Zahl im Eck. Alles berechnet. Alles hier berechnet. Das wird schon so passen. Holla, die Waldfee. Jetzt gewittert es auch noch. Geil. Gut. Dann gehen wir runter. Sag ich. Gut. Jetzt war's. Das war jetzt nicht ganz so gruselig. Das war jetzt in Ordnung. Sagte sie und erschreckt sich im nächsten Moment so sehr, dass sie wieder vom Stuhl fällt. Ich trau mich nicht umdrehen, ich trau mich nicht umdrehen, ich trau mich nicht. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Beginnt doch jetzt erst. Oh, jetzt hat's gerade geruckelt.
Da hängt auch mal ein Bild, ja. Oh, irgendwas ruckelt gerade. Wir haben hier ein paar Frame Drops. Jetzt geht's wieder. Ich bin mir sicher, das ist das Zimmer von der Oma. Der da. Ja. Imagine, man würde da leben. Imagine, du würdest da hingehen. Einfach totaler Unfug. Da würde niemand hingehen. Das könntest du nur... Du könntest das nur so verkaufen, so eine Nacht in diesem Haus leben und du kriegst irgendwie 100.000 Euro oder so, keine Ahnung. Da könntest du eine fette Wette machen. Da würden die Leute bestimmt hingehen, so Horror-Hotel-mäßig. Richtig krass. Überall diese Bilder von dieser Frau. Ich will da nicht rein. Ich will da wirklich nicht rein. Da fehlen Bilder. What a mess, ja. The entrance key should be somewhere. Ja, da sind ganz viele Medikamente, okay. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass sie medikamentensüchtig ist, aber schaut nicht so geil aus hier. So, gute Schublade. Wollen wir da wirklich reingucken? Ich bin mir nicht sicher, ob wir in diese Schublade reinschauen wollen. Okay, Tabletten. Noch mehr Tabletten. Und Winkelkatze. Winkelkatze! Bei mir gibt's noch Franken. Oh, ich bin da mal weg. Okay, schön, dass du reingeguckt hast. Ich wünsche dir gute Nacht, schlaf gut, Räuber, schönes. Bis zum nächsten Mal. Wir spielen auf jeden Fall nächstes Mal wieder was nicht so Gruseliges. Morgen gibt's wieder Mario und Rabbids. Das ist mehr mein Geschmack. Ein Diary. Okay, lesen. Okay, wir gruseln jetzt von der Oma in dem Tagebuch. Und schauen, was sie für wilde Fantasien als Jugendliche hatte. Man sagt, ein Tagebuch wäre gut fürs Gedächtnis. Na dann, wir werden sehen, ob das auf mich zutrifft. Heute sind wir in einem Garagenverkauf in der Nähe des Zentrums gegangen. Ich habe ein Buch mit tollen Rezepten gefunden. Johnny fand auch ein Buch, über das er sich sehr freute. Er war deshalb aus dem Häuschen. Es war wirklich ein schöner Tag. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, schon wieder. Ich könnte schwören, dass mich etwas aus der Ecke heraus angeschaut hat. Oh Gott! Ich habe ja Nachtangst. Das bedeutet, ich wache manchmal auf nachts und sehe Sachen, die nicht da sind. Und ich habe das auch manchmal, dass da was steht und mich anstarrt. Ich weiß nicht, ob jemand Nachtangst hat. Das ist quasi, man träumt irgendwas und wird wach und denkt immer noch, man ist im Traum. Und irgendwie verschmilzt deine Realität und deine Traumwelt so ein bisschen. Und dann siehst du Sachen, die nicht existieren, aber die sind da. Oft sind es bei mir irgendwelche Krabbelfiecher, die im Bett sind. Und dann strampel ich nur diese Bettdecke weg, weil ich denke, mich krabbeln jetzt 1000 Viecher an. Und ja, dass da jemand steht und einen anguckt, habe ich auch manchmal, dass da jemand ist. Und man sagt, oh Gott, geh weg, geh weg, geh weg. Richtig gruselig. Es gibt eine Krankheit, wo man paralysiert ist und dann kannst du dich vor Angst nicht bewegen. Das habe ich auch schon gehört, Ghost Machine. Das finde ich fast noch schlimmer. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Ist das Nachtangst? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Nachtangst ist. Ich habe auf jeden Fall so eine, diese Traum-Vermisch-Ding. Lebkuchen. Genau, das habe ich vorhin im Fernsehen gesehen. Dafür gibt es einen Namen. Ja, genau. Genau, das habe ich. Nicht oft, manchmal, und ich hatte es eine Zeit lang jetzt gar nicht mehr. Und dann hatte ich es 3 Nächte in Folge. So richtig, richtig krass. Und du bist dann wie in Trance und du handelst dann auch und du redest sogar Sachen manchmal. Und wenn jemand mit im Raum ist, erzählst du dem Sachen, die da sind. Total geschockt, so, Gott, mach es weg oder sowas. Das ist ganz Schlafparalyse, genau, Schlafparalyse. Sowas gibt's, das ist ja mega schlimm. Ja, ja, sowas gibt's. Sowas gibt's, das ist richtig krass. Weil ich es jetzt hier gerade lese mit, es hat mich aus der Ecke heraus angestarrt. Das ist was ich auch schon mal erlebt habe. Und das ist echt nicht cool. Das ist nicht cool. Wir blättern weiter, was die Omi sonst noch so schreibt. Heute war mein ganzer Spuck überall im Raum verstreut und mein Hochzeitsring war in der Küchenspüle. Ich fragte Johnny, wonach er gesucht hatte. Doch er schwor, dass er nichts angefasst hatte. Wir mussten Johnny wieder zu uns ins Bett nehmen. Das Buch, das wir ihm gekauft hatten, bereitet die Albträume. Vielleicht habe ich auch ein Buch, was daran schuld ist. Wir müssen zugeben, dass es ein wenig gruselig ist.
Mein ganzer Schmuck ist wieder verstreut worden. Ich kann meinen Hochzeitsring nicht finden. Er war das schönste Geschenk, das Albert mir je gemacht hat. Aber heute war Johnny nicht daheim. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass jemand anders im Haus ist und jeden meiner Schritte beobachtet. Albert sagte mir, ich soll mir keine Sorgen machen. Er wird noch denken, dass ich verrückt geworden bin. Was für eine Erleichterung. Ich habe den Ring in Johns Zimmer gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Es geht weiter. Ich bin gespannt, welche Gruselgeschichte jetzt hier rauskommt am Ende von diesem Tagebuch. Ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen. Diese dumme Geschichte über das augenlose Monster geht mir nicht aus dem Kopf. Ich weiß nicht, warum ich dieses Scheißbuch gekauft habe. Warum? Ich werde sowas nie kaufen. Ich habe eine ganze Weile lang nichts mehr aufgeschrieben. Die letzte Woche bin ich von Arzt zu Arzt gegangen. Etwas stimmt mit meinen Augen nicht. Und die Ärzte wissen nicht, was mir fehlt. Sie schmerzen sehr und ich sehe jeden Tag verschwommener. Oh Gott, sagt jetzt nicht, dass jetzt gleich irgendein Schockmoment kommt. Oh Gott, da geht schon wieder eine Tür irgendwo zu. Gott, die Ärzte sagen, dass ich in den letzten Wochen mehr als 40% meiner Sehstärke verloren habe. Ich kann kaum noch lesen, schreiben, fernsehen oder überhaupt noch an etwas denken. Irgendwie verschwinden die Pupillen in meinen Augen. Ich bin diese Medikamente leid. Nichts scheint zu helfen. Ich ertrage die Schmerzen nicht mehr. Warum passiert mir sowas? Ich kann mich kaum noch durch das Haus bewegen mit meinen Augen in so einem Zustand. Ich ertrage diese Schmerzen bitte nicht mehr. Hilf mir, Gott, bitte. Ich habe furchtbare Angst. Ich weiß, dass jemand im Haus ist, aber niemand glaubt mir. Ich weiß, dass es stimmt. Auch wenn ich nichts sehen kann, ich fühle eine Präsenz. Um Gottes Willen. Ich weiß, dass jemand im Haus ist. Ich habe letzte Nacht Geräusche gehört. Ich schwöre, dass jemand atmen gehört habe, weil ein Glas Wasser holen wollte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe mehr als 80% meiner Sehkraft verloren. Die Ärzte sagen, sie finden keine Lösung. Ich will nicht länger allein im Haus liegen. Ich bin hier nicht sicher. Mein Ring war gar nicht wieder an seinem Platz, aber das spielt keine Rolle mehr. Niemand wird ihn jetzt noch finden, denn ich verstecke ihn unter... Oh Gott, und man sieht hier drüben so diese... Jetzt sehe ich es ja erst, diese krakelige Schrift, die immer schlimmer wurde, weil sie halt nichts mehr sehen kann. Das ist ja furchtbar. Oh... Das habe ich auch manchmal gehabt mit Riesenspinnen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich habe Spinnenphobie. Ich habe richtig Angst vor Spinnen, flauschiger Teddy. Ich fühle das sehr. Also man kriegt eine richtige Angst dann davor. So. Ich werde das jetzt weglegen und mich wird irgendwas erschrecken, wenn ich mich jetzt umdrehe. Oder auch nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hey, was ist denn hier los? Da ist noch irgendwas, oder? Ist da ein ist das ein Bild? Ah nee, hier ist was. Hier ist noch was. Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. Okay. Okay, Arthur hat mir die PN geschickt. Dankeschön, Arthur, dankeschön. Da ist noch mal eine Goodie-Schublade. Diesmal ist was drin. She was so sick. Oh, das sind die Augen, oder? Ja. Die Augenuntersuchung. Diagnose Katarakt. Noch nie gehört. Seltsame Unterform des Katarakts. Beide Augäpfel färben sich komplett weiß. Die Pupillen verlieren ihr Augenlicht innerhalb kürzester Zeit. Uiuiui. Wir können nicht definieren, was die Augen der Patientin schädigt. Bitte die Medikamente weiterhin einnehmen, bis wir eine angemessene Behandlung gefunden haben. Das ist auch mal so klassisch, oder? Einfach die Medikamente weiternehmen, bis man findet, woran es lag. Und die andere ist abgeschlossen. Sehr schön. Boah. So riesige Schränke aufmachen ist auch echt gruselig. Der ist abgeschlossen. Was ist hier unten drin? Noch mehr von diesen... Das weiß ich nicht, was das ist. Das sind Polaroid-Bilder, aber so alte. Oh, ich habe sie mitgenommen. Wir bräuchten so einen Dia-Projektor. Dann könnten wir die nämlich abspielen. Das sind so alte Dias, oder? Dias, genau. Pia schreibt es. Gut. Arachnophobie, genau. Arachnophobie heißt es, genau. Da gibt es sogar diesen... Was ist das eigentlich? Das sieht aus wie eine Tür. Aber es kann es nicht bewegen. Gruselige Bilder. Meine eine verschwindet ins Bett. Euch noch viel Spaß. Wie auch immer. Wann das nennt soll. Das ist kein Spaß, Arthur. Das ist purer Ernst und purer,
pure Angst. Oh nein, ich kann die Tür fotografieren. Oh. Da hat auch wieder dieser Sound gefehlt. Wenn der Sound fehlt, ist es so viel erträglicher. Wir hören das nächste Mal einfach andere Musik dabei. Das sind Bretter. Aber das sind keine Bretter. Aber da guckt die, hat diese weiße Augen. Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Da komme ich jetzt nicht rein. Gute Nacht, Arthur. Schlaf gut, Räuber. Schönes. Das nächste Mal gibt es auch ruhigere Games wieder. Ah, noch so eine Münze. Das ist jetzt die zweite Münze, die wir da gefunden haben. Ah. Münze. Da ist ein Hinweis. Schau es dir mal an. Von der... Also ich weiß, da ist was dahinter, aber ich krieg das nicht weg. Oder kann ich es jetzt schieben? Ich sehe keinen Hinweis. Brauchst du eine dritte Münze? Ja. Wir haben aber erst zwei, oder? Aber sollen die da drin bleiben und wahrscheinlich anordnen? Wahrscheinlich müssen wir die irgendwie speziell anordnen. Ja, ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Wir lassen die mal da drin. Die andere haben wir, glaube ich, abgelegt. Natürlich haben wir die andere abgelegt, weil sind wir tabervoll. Das Bild, wo du geschossen hast. Okay, das Bild, wo ich geschossen habe. Gucken wir uns nochmal an. Warte. Okay. Moment. Wir brauchen hier auf jeden Fall so Dias. Da ist ein Bild drin, ja. Oh nein, jetzt habe ich es verworfen. Oh. Das ist manchmal nicht so einfach. Dann machen wir halt noch ein Bild. So. Machen noch mal ein Bild. Aber... Da ist ein Bild drin, was wir wahrscheinlich brauchen, um es aufzuhängen, aber wir kriegen dieses Ding hier nicht weg. Das geht jetzt dann bestimmt von alleine weg. Louis hat versprochen, dass es im nächsten Stream Slenderman gibt. Oh nein, nein, niemals. Ich habe Slenderman nicht gespielt tatsächlich, ich habe nur zugeguckt mal, weil mir das auch zu gruselig war. Da war doch auch ein Bild. Ist das ein Bild, was man mitnehmen kann? Nö. Hm. Ja. Nochmal was? Da ist ein Bild. Oh. Got it. Oh. Ja, ja, aber die Bilder von der Oma hängen schon überall. Also wir können gerne noch das Bett hier fotografieren. Oh Gott, ich traue mich gar nicht. Sackkäse. Ja, das ist halt von der, das ist halt die Oma. So. Ich weiß gerade nicht, wo wir als nächstes hin müssen. Was sehr gruselig ist. Und... Jetzt schauen wir nochmal die Hinweise durch. Wir haben diese Polaroids gefunden. Wir haben hier immer noch einen Dreiecksschlüssel. Spannend. Alte Dias. Dias. Ein Hammer. Aber wir haben den Hammer sogar dabei. Aber wir können den Hammer hier wieder nicht drauf nutzen. Das Einzige, was man machen könnte, wartet. Wahrscheinlich muss ich das halt aufkriegen. Dann könnte man... Wenn das offen wäre, vielleicht so einen Weg zu dem anderen Raum schaffen. Hm. Das wäre jetzt so meine Theorie. Aber wir gehen gern mal weiter. Hier war ja nichts mehr, oder? Hier waren keine versteckten... Schlüssel,
irgendwas zum Aufsperren, weil wir halt immer noch diese eine Uhr haben. Wir hatten ganz am Anfang noch so eine Kuckucksuhr. Ganz, ganz am Anfang von dem Ding. Ich weiß nicht, ob man da noch mal hin muss. Oh, da ist es schon wieder so dunkel. Ganz, ganz am Anfang war doch diese Kuckucksuhr hier. Die hier. Wir hatten doch hier so einen Dreieckschlüssel noch. Oh, der geht auch nicht. Schade. Okay, ich hab's versucht. Ich war etwas abgelenkt, aber hast du im Wohnzimmer die Tür an der Ecke geöffnet? Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Ah ja, das Wohnzimmer war da vorne. Moment, Moment, Moment. Wir laufen hin, wir laufen hin. Ich verabschiede mich für heute. Dankeschön, Baskerville, dass du reingeguckt hast. Wünsch dir. Oh nein. Ich erschrecke jetzt gleich. Oh Gott, jetzt ist die Statue weg. What the fuck? Und die Tür ist auch offen. Die Tür war nicht offen. It's open now. There's definitely someone here. Naja, dein Dad ist an sich noch da. Das hatten wir ja vorhin gelernt. Ich mache nicht mehr so lang, der Stream. Ich sag's euch. Nicht fluchen, Louis. Nicht fluchen. Zu spät. Oh Gott, ich wollte... Nein, 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 nein. Ghost Machine, gar kein Thema. Gar kein Thema. Also, wie gesagt, wenn ich hier ratlos bin in dem Spiel, darf hier gerne geholfen werden. Nicht so, dass es nicht schon... Oh Gott, da ist jetzt diese Statue. Oh Gott. Um Gottes Willen. Oh. Hinterher. Fang sie, okay. Herzinfarkt einfach, total. Verschwunden, Leute. Sie ist einfach verschwunden. Ich mag es nicht, leiden zu sehen. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum man mir heute dazu guckt. Oder irgendein Bild? Das ist er und sein Dad? Oder das ist der Opa und der Dad? Oh, ich traue mich hier gar nicht. Ich hab hier mal aus. Oh, Gottes Willen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wie ist die Statue auf die Couch gekommen? Oh, wer hebt denn das da hoch? Das ist ja unmöglich. Da ist noch eine Tür. Guck mal, das Ding will ich hier nicht wieder anmachen. Die muss ich... Uah! Die war doch gerade noch da. Oh Gott, ist sie jetzt wieder hinter mir? Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Die ist gestolpert, die Statue da dahin gefallen. Ja, ich glaube auch. Ja, schön, dass das Piano da steht. Das ist jetzt erst die Front Door. Mir wurde gesagt, das war die Front Door, wo wir gerade rein sind. Oh. Wer würde in diesem Haus nicht insane gehen? Es tut mir leid. Was immer das ist. Ist das ein Dia-Projektor jetzt? Ah ja, das ist ein Dia-Projektor. Da können wir die Dias jetzt reintun. Das Haus ist riesig. Auch sehr unrealistisch, oder? Wobei diese amerikanischen Häuser sind schon auch immer echt groß, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich mir das jetzt angucken will. Ich erkenne die Bilder gar nicht richtig. Die sind alle sehr überbeleuchtet. Sah jetzt eher nach dem Opa aus, wenn ich ehrlich bin. Ich traue mich hier gar nicht durchklicken. Alter, passiert jetzt bestimmt gleich was Schlimmes. Herr Mieter? Die Toilette ist wieder verstopft. Oh.
Ist er dead? Okay. Wer kommt jetzt? Ich trau mich die Bilder gar nicht angucken. Da ist... These photos are pretty old. Oh Gott, ich glaube, wir sind jetzt dann beim letzten Bild. Seid ihr bereit? Wir erschrecken uns jetzt alle gleich bestimmt. Oder auch nicht. Okay, da war jetzt irgendwie nichts Gruseliges dabei, oder? Ich traue mich hier gar nichts machen. Aber irgendwas muss ja mit den Dias sein, also... Vor allem hier so Landschaftsbilder finde ich halt super weird. Keine Aliens, keine Monster auf dem Weg, ja. Sei froh. Sei froh. Ja, und dann geht's wieder von vorne los. Gut, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Vielleicht muss ich auch hier vor. Was ist denn? Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich trau mich nicht hingucken. Ich trau mich nicht hingucken. Ich trau mich da jetzt echt nicht hingucken. Ich will mich jetzt echt nicht umdrehen. Oh Gott. Oh Gott, ich will mich da jetzt echt nicht umdrehen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich trau mich jetzt. Ich trau mich nicht mehr echt. Das erschreckt mich jetzt bestimmt zu Tode. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann hier nicht mehr. Es tut mir echt leid. Ich weiß gerade nicht, was passiert und es wird mich so krass erschrecken. Ich pack das gerade nicht. Was ist? Ich pack das gerade echt nicht. Oh Leute, es tut mir echt leid. Oh. Nee, 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 ich will nicht mehr. Nee. 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 Das geht mir gerade zu weit. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Da war ich. Oh. Ich schaff das gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, wo ich hingehen soll. Und das ist alles einfach nur gruselig. Statue wieder gewesen. Gleich bist du am Ziel. Du musst weitergehen. Hier weiter jetzt, wo ich war. Roter Flur. Da ist gar kein roter Flur. Funktioniert, weißt du, jetzt funktioniert er gepasst. Ich gehe wieder zurück oder ich muss jetzt in dem Raum, wo der Dia war. Die wartet auf dich, die ist einsam, die Statue. Ich meine, die war doch hier eigentlich. Da ist einfach nur ein Loch jetzt in der Wand. Da ist einfach ein Loch in der Wand. Oh. Wir müssen da jetzt wieder... Muss ich da nochmal, wo der Dia war? Am Boden im Flur waren Kassetten. Hier in dem. Ich habe die nicht gesehen. Wundert euch das? In dem Flur? Mit den Dias? Andere Seite. Okay, andere Seite. Puh. Bin rein vorbeigelaufen wahrscheinlich, oder?
Ich habe das nicht gesehen. Tatsache da. Ich konnte dich mitnehmen. Bin 10-mal circa vorbeigelaufen. Schön. Sehr gut. Jetzt muss ich wieder auf die andere Seite. Da freue ich mich auch. Ich erschrecke mich jetzt 100... Oh, jetzt kommt gleich wieder irgendwas Gruseliges. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Gut, da ist die Tonbandaufnahme und wehe, der Strom fällt jetzt wieder aus. Bandaufnahme 2. Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve. Ist nicht mal eine Tür, die aufgehen kann. The victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts. An astral transportation. For lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time. Perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind. Or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? Oh. I'm losing my mind. Ich verliere meinen Mind, okay. Das R kann ich auch. Mein Roller. Ist heute nicht hier. We're all mad here, right? Okay, wir haben das abgehört. Kann ich das wieder mitnehmen? Ja. Ich bin dafür, das tun wir wegpacken. In den Tresor. Weil das sind zwei Items, die haben wir jetzt benutzt. Die sind jetzt fein. Die können wir doch jetzt hier wieder reinpacken, oder? Die Münze, ja genau. Nee? Ja. Sehr schön. Dankeschön, Tom. Absolut korrekt, die Münze. Gut, jetzt gehen wir nochmal zu dem Schlafzimmer und tun die Münze dahin. Erschrecken uns wahrscheinlich nochmal vor irgendwas. Ui. Ha, mal ein schöner Sound. So, hier hin? Ja, das passt. Das passt hier irgendwie nicht so. Aber da brauchen wir noch ein Ding. Okay. Sieht das nicht schön aus mit Brille? Okay. War das hier? Alter, ist das gruselig. Gut. Ja, dann haben wir jetzt alles gelöst. Wir sind jetzt in diesem Haus gefangen und wohnen hier. Ich habe was rascheln gehört, Mo. Das war jetzt wirklich nicht lustig. Ich dachte, es ist die Katze. Und dann hatte ich Angst, dass die Katze hier im Zimmer ist und mich dann anspringt und dann lache ich, weißt du? Das war so mein Gedanke. Ich höre, ob die zum Sicherheit nicht im eigenen Zimmer sind. Kannst du das Loch rein, wo die Statue war? Kann ich? Ich will da nicht rein. Oh nein, muss ich da rein und dann passiert irgendwas? Wie so ein Fahrstuhl, der mich da nach unten kracht? Tom, okay, ich gehe da rein, okay? Aber ich halte mir die Augen so ein bisschen zu. Es ist schwierig, weil ich habe hier zwei Bildschirme, wo das hier läuft.
kann mich gar nicht umdrehen. Ich kann mich hier gar nicht umdrehen. Oh Gott, sie schwimmen. Oh. Gut. Haben wir alles gesehen, oder? Jetzt haben wir alles gesehen in diesem Spiel. Oh. Roter Flur. Ich weiß nicht, welcher... Hallo, LDL-Kill! Auf die geht's gut. Ich weiß nicht, was der rote Flur war, wenn ich ehrlich bin. War der unten im Keller? Ghost Machine, war das unten im Keller? Ich weiß nicht, was der rote Flur war. War das der im Keller? Kannst du in die Wand gucken, wo das Loch war? Ja, aber da war nichts. Da waren einfach nur, war einfach nur so Uhrengeklacker. Oder ist jetzt was drin? Da klackert es einfach nur. Ich kann nicht klagen und selbst. Ich habe den Horror meines Lebens. Ich kann kein Foto innen drin machen. Kein Foto innen drin machen, sorry. LDA Kill, ich habe den Horror meines Lebens. Ich habe in meinem. Ich habe mich noch nie so sehr erschrocken, glaube ich, wie jetzt vor einer halben Stunde. Und das mindestens zweimal. Ich bin vom Stuhl fast gefallen, weil ich mich so erschrocken habe. Und jetzt weiß ich gerade nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, die Leute sagen, ich muss wieder in den Keller. Und Keller ist super gruselig einfach. Ich weiß nicht, was der rote Flur ist. Das ist mein Problem. War der da hinten? Doch alles easy, du machst das fast ziemlich gut. Das glaube ich halt nicht. Das glaube ich halt wirklich 0,0. Dass ich das gut mache. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ist das der rote Flur? Ich will nicht wieder da rein. Oh, der ist abgeschlossen. Ja, Gott sei Dank. Da wollte ich wirklich nicht wieder rein. Da habe ich... Ich kriege heute Nacht Albträume, das kann ich jetzt schon sagen. Weiß nicht, warum mich die Kamera jetzt nicht nach vorne blicken lässt. Das macht mir Angst. Alter Verwalter. Ist doch nur für heute, ja. Nur für heute. Amnesia war auch furchtbar, ja. Das musste ich auch mal spielen. Ja, hat ein Kumpel, der hat an der Uni hatten die so Eye-Tracker, wo die quasi die Bewegungssteuerung von den Augen tracken. Der hatte da als Fach irgendwie, wie verhalten sich die Augen in Horrorspielen und hat das analysiert und hat Testperson gesucht. Yay! Und welche Testperson wird natürlich gefragt, ob sie mitmachen soll? Natürlich ich. Und es war richtig. Ich war einfach... Ich habe Amnesia gespielt und ich habe das zum ersten Mal gespielt und es war einfach nur... Mein Movement war einfach unkoordiniert. Total unkoordiniert. Und der hat gesagt, das war so spannend, einfach zu sehen, wie unkoordiniert das alles war. Auch genau doof, wo weiß, wo es lang geht. Aber jetzt stecke ich tatsächlich so ein bisschen fest, dass ich gar nicht weiß, wo ich lang muss. Falls jetzt hier nochmal jemand einen Tipp hat, ich bin mir auch nicht sicher, was der rote Flur ist. Vielleicht muss ich auch ganz zurück. Wirklich ganz, ganz zurück. Ich weiß immer noch nicht, was der rote Flur sein soll. Das haben wir gelöst. Hier war halt nur noch... Wie, da steht jetzt wieder diese komische... Da waren wir schon drin. Da waren wir drin. Da sind wir hergekommen. Da ist ein Schlüssel. Oh, vielleicht geht hier... Kann ich hier was... Den? Oh, nice. Der ging auf das Ding. Also die Tür ist immer noch zu, aber wir konnten diesen einen Schlüssel verwerten. Haben wir noch... Haben wir... Oh Gott, das wird dieses Geräusch. Haben wir noch einen Schlüssel? Nö. Das war alles. Der Flur, wo das Licht rot geflackert hat. Oh. Ich weiß es leider nicht, welchen du meinst. Ich bin doch jetzt alles abgelaufen.
Da ist der rote Tresor. Mario! Ob Mario noch da ist oder ob Mario sich schon verkrümelt hat. Mario, bist du überhaupt noch da? Ich kann verstehen, wenn du dich hier verkrümelt hast. Da hatten wir alles angeguckt, gell? Ja. Nein, Mario ist schon weg. Oh, Mario. Mario ist noch da. Ich bin schon lange weg. Oh, Mario, so mutig. So mutig auch. Ich hoffe, es haben sich ein paar mit mir erschrocken, als ich es mich vorher so geritten habe. War das der rote Flur? Ah, ich weiß es nicht mehr. Okay, das ist jetzt zu. Da war doch diese Toilette, oder? Nein? Vielleicht? Wieder zu der Statue. Die nicht mehr da ist. Nein. Oh, Toto! Hallo, Toto! Schönen guten Abend und Happy Halloween. Oh, vielen Dank für den Raid. Wir warten noch kurz, bis er hier mit dem Chat ist. Oh, ich sehe schon nicht mehr richtig. Wird schon alles hier ganz verschwommen. Der liebe Toto. Was spielt ja da Schönes? Ich glaube, es ist was, auf jeden Fall was Ruhigeres. Auf jeden Fall. Und du hast Grounded weiter gespielt. Ah, sehr cool. Toto, voll lieb. Dankeschön für den Raid. Wir spielen Madison. Das ist so ein Horrorspiel und ich bin absolut schlecht in Horrorspielen. Ich grusel mich hier zu Tode. Ich bin einmal schon halb vom Stuhl gefallen, weil ich mich so erschrocken habe. Ich kann nicht mehr, ich bin durch. Vielen Dank für den Raid. Schön, dass du reinschaust und hallo alle. An alle lieben Raider, ich bin die Louis. Wir spielen heute Madison, das ist ein Horrorspiel. Ansonsten gibt es bei mir eigentlich Nintendo Games und hin und wieder auch was auf der PlayStation. Das ist jetzt tatsächlich auf der PlayStation, aber oh. 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 Furchtbar. Ich will hier nicht. Ich muss wahrscheinlich wieder in diesen Raum, oder? Ich will nicht. Ich will nicht. Totback Relaxo. Relaxo, Liebe! Yay! Ich habe immer noch Angst vor diesem Raum. Mit diesen Dias. Das ist einfach so gruselig. Ich traue mich hier echt nicht mehr rein. Dieser Raum, ich habe so Angst vor diesem Raum. Wir haben hier noch nichts gehabt. Da war kein Jumpscare. Ich bin so... Oh. Lauf rückwärts. Rückwärts in den Raum rein. Alter, ich gehe jetzt da rein. Wir machen noch mal ein Bild, okay? Ha! Got it! Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich schaff diesen Raum nicht mehr. Um Gottes Willen, da ist noch ein... Oh Gott, da geht's weiter. Ich will da nicht rein. Um Gottes Willen. Oh Gott. Das... Alter, das sieht aus, als ob da was sitzt. Da ist der rote Flur. Dankeschön. Ich habe den nicht gesehen. Der war für mich nicht existent. Oh. What the fuck? Was war das denn jetzt? Sieht aus wie so ein Gesicht. Okay, wir gehen da jetzt noch durch. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Alter, was ist das für ein Scheiß? Einfach so eine Kackuhr. Kackuhr. Eine Uhr? Das ist doch alles gut, Louis. Es ist einfach nur eine Uhr. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann sie bestimmt auch nicht kaputt hauen. Nee. Nee. Ein Raum. Mit Bild. Und ein Tresor. Grandpa's Office. Okay, das Office.
Okay, das weiß ich natürlich jetzt nicht, welche Kombination. Wenn du die Kombination brauchst, dann weißt du, wo du sie finden kannst. Oh Gott, das sind die Uhren. Es zeigt doch so eine 10. Oi, bis ich das jetzt rausfinde. Aber das ist so ein Bild, das können wir bestimmt mitnehmen. Ja. Dann haben wir so ein rundes Bild, was wir auch nochmal brauchen. Da ist noch ein Tresor. Vielleicht einfach dahin? Da zu dem Strich? Oh Gott, es wenn die Tür gerade... Oh Gott, es wenn die Tür ist gerade zugegangen. Ich kann nicht mehr. Ich schaff das halt nicht mehr. Fix und alle. Einfach fix und alle. Jetzt muss ich bestimmt die Tür fotografieren. Da ist nochmal was. This time, we thought he went mad, but he only wanted to talk to her again. Das war der Wind, ja. Oh Gott, das... Darf ich hier gar nichts machen? Die Tür. Nope. Nope, 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 nope. So. Leute, es tut mir wirklich leid, aber es ist jetzt 23.30 Uhr. Louis, der Dinosaur! Ich bin durch. Ich würde an der Stelle einen Cut machen. Ich schaff's nicht mehr. Ich traue mich nicht mehr aus diesem Raum raus, vor allem, weil die Tür jetzt gerade zugegangen ist.